seid. Heute habe ich... es ist so ätzend. Okay, also. Hallo meine... Scheiße. Dieses Handy macht mich fertig. Ruhe. Dabei seid. Heute habe ich meine Monatsfavoriten für euch und ein paar Schätze, die neu bei mir einziehen durften. Wenn es euch interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde euch auch raten, bis zum Ende dran zu bleiben, denn ich habe noch eine Überraschung für euch. Und damit das Video nicht zu lange wird, starten wir direkt durch mit Beauty. Und zwar habe ich in den letzten Wochen wirklich ausschließlich eine Palette verwendet, und zwar diese hier von Revolution. Es ist die Ionic 3 und ich habe die jetzt schon 2 Jahre. Ich habe sie jetzt mal wieder rausgeholt. Ich habe extra nachgeschaut. Ich habe 4,99 Euro dafür bezahlt. Auf Amazon habe ich sie gesehen für 15,99 Euro und das Geld wirklich, das ist es auf jeden Fall wert. Auch 15,99 Euro hätte ich dafür ausgegeben. Ich liebe die über alles und ich verwende die wirklich jeden Tag. Also zum einen haben wir diese wunderschönen Rosatöne, auf die ich sowieso im Moment total stehe. Und dann geht es weiter hinter ins etwas dunklere, anthrazitfarbene. Und ich verwende es dann immer abends, wenn es eben ein bisschen mehr sein darf. Diese Farben hier, die kann man auch wunderbar aufbauen und ein wunderschönes Tages-Make-up, ein leichtes Tages-Make-up zaubern, beziehungsweise wenn man es dann eben aufbaut, ein etwas, ja, glamouröseres Amo sozusagen. Ich liebe die wirklich über alles. Für das Geld kann man auf jeden Fall schon mal nichts falsch machen. Jeden Tag in Verwendung und auch ihr habt mich danach gefragt, gerade auf Snapchat, in Kombination mit einem Lippenstift, den ich euch auch gleich zeigen werde, habe ich mich total gefreut, dass ihr mich gefragt habt. Deswegen heute in meinem Video meine Revolution Palette. Und jetzt kommen wir auch direkt schon, wie eben gerade angekündigt, zu meiner Lippenstift-Kombination. Das sind nämlich 2 Sachen. Und zwar habe ich zum einen diesen Lip Liner hier, den hatte ich euch auch schon gezeigt. Der ist von Kiko aus der Endless Love LE, die 05. Ich hoffe so sehr, dass ich den nochmal finde, weil ich brauche unbedingt ein Backup. Also es ist selten, dass mir Lip Liner gut gefallen, weil zum einen sind viele bei mir etwas zu hart und das mag ich überhaupt nicht und die malen dann auch so ein bisschen schlecht. Bei dem hier ist es so, dass er nicht zu weich ist, aber auch nicht zu hart. Also ein perfektes Mittelding und ich gehe ganz leicht drauf und habe schon einen wunderschönen Farbton. Also ich trage mir den erstmal auf. Und dann, jetzt kommt's, mein allerliebster Lipgloss von Essence. Ich finde, Essence hat sowieso für mich mit die besten Lipglosse. Ihr wisst ja, ich bin die absolute Lipgloss-Queen und ich mag den so gerne. Ich bin danach süchtig, also ich habe den in allen möglichen Taschen und trage mir den auch immer ganz schnell auf. Und zwar ist es die 07 Big Night Out und die beiden eben in Kombination wunderschön. Ich trage das heute auch auf den Lippen. Ich finde, je nachdem, wo ich es eben auftrage, wenn ich zum Beispiel den Lipgloss nur hier in der Mitte auftrage und eben etwas mehr von dem Lip Liner, dann wirkt es eben mehr für abends oder ich mache es nur ganz leicht und dann changiert es so richtig schön. Also ja, meine absolute Lippenstift-Lieblingskombination. Und auch danach habt ihr mich gefragt, worüber ich mich total gefreut habe, gerade in meinen Snaps. Als ich meine Schwester zum Flughafen gebracht habe, da kamen ganz viele, die eben gesagt haben, hey, verrat uns bitte, welcher Lippenstift das ist. Genau, und das sind diese beiden hier. Jetzt machen wir direkt mal weiter mit Beauty und zwar wollte ich euch ein Schätzchen zeigen von Foreo und zwar ist es dieses hier. Meine Iris. Ihr wisst ja, ich habe es euch auch schon des Öfteren gesagt, dass ich hier unten immer so Probleme habe. Das ist bei mir sozusagen die Problemzone. Die Haut hier unten unter dem Auge, die ist eben sehr viel dünner und bedarf sehr viel Pflege. Und deshalb verwende ich wirklich jeden Abend dieses Schätzchen hier. Man kann damit wunderbar auch seine Augencreme bzw. das Augenserum einarbeiten. Ja, die Augenpartie hier unten, die benötigt eben eine spezielle Pflege, weil sie sehr empfindlich ist. Gerade hier unten sieht man extrem die Müdigkeit und den Stress und um dem Ganzen vorzubeugen, verwende ich eben super gerne meine Iris. Das Ganze soll dann dafür sorgen, dass man quasi strahlender aussieht, dass das alles glatter hier unten ist und für einen jugendlichen Teint sorgen sozusagen. Und deshalb wollte ich sie euch heute zeigen, weil es ist ja Muttertag, vielleicht ist das was für euch. Natürlich habe ich mich für Pink entschieden, es gibt 3 verschiedene Farben und da könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal vorbeischauen.
Ja, da haben wir jetzt schon einen super Übergang zu Müdigkeit und Schlafmangel. In den letzten Wochen war ich super gerädert früh. Ich war einfach total müde und ich schlafe ja eigentlich auch sehr wenig. Ich gehe abends sehr spät ins Bett und muss früh eben sehr früh aufstehen. Klar, wenn man 4 Kinder hat, ist das so. Ich sage ja eigentlich immer aus Spaß, dass der Schlaf überbewertet wird. Das ist natürlich ein Quatsch. Mir ist es halt einfach wichtig, dass in der Zeit, in der ich schlafe, dass ich gesund schlafe, auch wenn es wenig Zeit ist, die ich schlafe. Aber in den letzten Wochen, wie gesagt, war das leider nicht der Fall. Ich habe einfach gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr abends ins Bett geht und euch das Kissen so nehmt und euch das so zurecht macht. Und bei mir war das dann immer so, dass ich noch die Hand unterm Kissen hatte, damit mir das dann irgendwie von der Schlafposition gefallen hat, beziehungsweise dachte ich dann, dass es so bequem ist. Da kam mir eine kleine Kooperation gerade recht. Und zwar, wisst ihr ja, dass ich immer ehrlich mit euch bin, was mir auch super wichtig ist. Ich durfte dieses Kissen hier testen und zwar von Schlafmeister. Es ist ein viskoelastisches Kissen und das bedeutet, dass sich quasi das Material eurer Kopfform bzw. dem Nacken anpasst. Das heißt, der Nacken, der wird entlastet und ihr könnt somit viel, viel besser schlafen. Ich habe mir gedacht, ja okay, das teste ich erstmal und ich möchte euch darüber meine ehrliche Meinung sagen. Hier ist das gute Stück, so ist es angekommen bzw. hier war natürlich noch ein Bezug mit dabei, das habe ich jetzt schon dran gemacht, weil ja, wie gesagt, ich das Ganze schon teste. Und ich kann euch sagen, dass ich früh aufwache und es mir irgendwie super gut geht, weil, wie gesagt, das Ganze so ist, dass es sich eben anpasst. Also wenn ihr das hier mal seht, wenn ich meine Hand drauf drücke, dann gibt es so einen Widerstand und es ist einfach total angenehm. Mein Mann, der hat schon gesagt, Mensch, früh, ne, schimpfst du gar nicht mehr rum. Wie wär's? Am besten könntest du mir doch auch so ein Kissen kaufen zum Vatertag. Das werde ich jetzt natürlich sehr, sehr gerne machen, damit auch er einen gesunden Schlaf bekommt und damit es dann im Schlafzimmer auch schöner aussieht, wenn die gleichen Kissen da liegen. Ich kann euch den Link sehr, sehr gerne mal unten in die Infobox setzen. Falls euch sowas interessiert, schaut da sehr gerne mal rein. Keine Sorge, ich sage es ja immer sehr gerne dazu. Ich werde an dem Verkauf nicht beteiligt. Was ich aber noch dazu sagen möchte, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass es auch für Allergiker geeignet ist. Das heißt, es sind keine Federn bzw. Daunen darin, sodass die Hausstauballergie keine Chance hat. Genau, es ist einfach super wichtig, dass wir früh einfach vital und ausgeruht aufstehen, damit wir fit für den Tag sind. Und ja, jetzt geht es mir eindeutig viel, viel besser mit dem Kissen hier. Wir machen mal mit Beauty weiter und zwar muss ich euch da unbedingt nochmal von meinem liebsten Eyeliner erzählen. Und zwar ist der von L'Oreal, der Superliner Perfect Slim. Ich habe den seit Wochen, wenn nicht seit Monaten in Verwendung. Wirklich, ich verwende keinen anderen mehr. Und zwar ist es bei dem hier so, dass ich entweder einen dünnen Lidstrich ziehen kann oder eben einen etwas dickeren. Es kommt darauf an, wie ich die Spitze halte. Dadurch, dass diese Filzstiftspitze sehr, sehr spitz nach vorne zugeht, kann ich eben einen dünneren Lidstrich machen oder, wenn ich ihn eben etwas anders halte, einen dickeren. Ich bin so, so froh, dass ich so ein schönes Schätzchen jetzt endlich aus der Drogerie gefunden habe. Ich habe mir den auch schon nachgekauft. Ich musste euch jetzt unbedingt nochmal in meinem Video davon erzählen. Also wenn ihr noch auf der Suche seid, dann geht mal zu DM oder zu Müller, Rossmann, wo auch immer. Ich kann ja hier nur zum DM gehen. Und schaut euch den mal an. Also ich liebe den wirklich über alles und das ist auf jeden Fall ein absolutes Schätzchen und ein Nachkaufprodukt. Immer, 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 immer. Also ja, deshalb heute in meinem Video. Jetzt kommen wir noch zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, wie ich finde, deshalb heute in meinem Video. Und zwar ist es so, dass wir morgens immer Zeitung lesen. Der Maximilian, der hat ein Jahresabo gewonnen gehabt für die Frankfurter Allgemeine. Da haben wir uns alle sehr gefreut. Wir haben aber schon immer, seit eh und je, unsere regionale Zeitung hier vom Ort. Und bei uns ist es aber so, dass der Alessandro und der Gianluca sich damit noch ein bisschen schwer tun. Das habe ich schon gemerkt morgens, wenn ich eben mit dabei bin, dass ich da sehr viel noch erklären muss. Und jetzt durften wir eine Zeitung testen, die ideal zu uns passt und deswegen habe ich auch Ja gesagt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich euch diese Zeitung hier quasi vorstellen darf. Und zwar nennt sie sich Kruschel, die Zeitung. Dazu gibt es auch eine Internetseite, da könnt ihr auch sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Ich finde es einfach unheimlich wichtig,
dass Kinder damit schon sich beschäftigen, was Politik angeht, Wirtschaft, jetzt gerade die Flüchtlinge und so weiter, aber in den normalen Tageszeitungen die Kinder einfach Schwierigkeiten haben, weil es nicht in kindgerechter Sprache natürlich geschrieben ist, was jetzt bei dieser Zeitung hier eben anders ist. Da sind auch ganz viele Quiz, die man machen kann. Und also es gibt ganz, ganz viel zu entdecken in den Wissensbereichen Tiere, Wirtschaft, Forschung, Natur und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viel zu entdecken. Der Lissandro, der ist da immer voll mit dabei. Und auf der Internetseite war er auch schon. Da fand ich super interessant. Da wurden zum Beispiel so Wörter erklärt wie Insolvenz, was ist ein Trojaner, was ist Korruption und so weiter. Also wirklich total kindgerecht. Es hat ihm sehr, sehr viel Spaß gemacht, die Zeitung durchzulesen. Die erscheint einmal in der Woche, also jeden Samstag. Ihr könnt da ein Abo abschließen. Das schreibe ich euch auch sehr gerne mal alles unten in die Infobox. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie ihr dazu steht, ob eure Kinder, falls ihr denn welche habt, gerne Zeitung lesen und ob sie damit klarkommen. Also wie gesagt, ich finde es unglaublich schwierig, die normalen Tageszeitungen zu lesen mit Kindern. Und deshalb, ja, wie gesagt, bin ich jetzt sehr, sehr glücklich, dass wir sie haben. Wir hatten sie jetzt auch schon mit im Schwimmbad dabei, deswegen ist sie so ein bisschen verwellt sozusagen. Der Lissandro hat dann, als er kurz Pause gemacht hat, nochmal schnell reingeschaut. Was ich auch süß fand, dass da ein Kuscheltier mit dabei ist. Da ist jetzt der Lissandro schon ein bisschen zu groß dafür. Das wird auf jeden Fall an unser Patenkind gehen. Das hat der Lissandro sogar vorgeschlagen, habe ich mich total gefreut. Und eine Brotdose haben wir noch dazu bekommen. Die hat aber gerade Alessandro mit in der Schule für die Pause. Ich blende euch am besten mal ein, damit ihr sie sehen könnt. Also hinterlasst mir da sehr, sehr gerne mal euer Kommentar, wie ihr das seht. Wie gesagt, also ich finde es halt unglaublich wichtig, dass Kinder ihr Köpfchen auch mal anstrengen, das durchlesen, Fragen stellen können und das einfach alles etwas leichter verstehen können. Also es gibt ganz viele Wissenstests und Spiele, damit einfach die Konzentration und das Köpfchen gefordert wird. Und es ist so, dass es 5,90 Euro im Monat kostet. Ihr könnt sie auch 4 Wochen testen. Und es sind auch immer regionale Freizeit- und Veranstaltungstipps dabei. Und die Zeitung erscheint jeden Samstag. Und jetzt kommen wir noch ganz geschwind zum letzten Schätzchen, bevor ich euch eure Überraschung zeigen werde. Dieses Produkt hier, das wollte ich euch ja schon das letzte Mal in meinem Favoritenvideo zeigen, habe dann aber mal wieder zu viel geredet. Heute muss es aber mit rein, obwohl ich auch nicht weniger geredet habe. Und zwar habe ich mir das schon nachgekauft. Es ist ein unglaubliches Produkt. Und zwar ist es von Garnier das Micellenreinigungswasser. Ich liebe das über alles. Wirklich einfach auf ein Wattepad drauf und dann entfernt es auch langanhaltendes bzw. wasserfestes Make-up sozusagen. Also wasserfeste Mascara und langanhaltendes Make-up so rum. Und ich kann euch das nur ans Herz legen. Wirklich, ich hatte ja das Grüne und mochte das dann überhaupt nicht. Davon habe ich euch auch schon erzählt. Aber dieses hier ist wirklich der absolute Wahnsinn. Es riecht auch unheimlich gut. Die Micellen, das sind ja Wirkstoffe, die wie ein Magnet quasi das Make-up bzw. die Unreinheiten abnehmen sozusagen von der Haut. Und dadurch, dass es eben auch samtweich ist und man nicht reiben muss, ist es auch für empfindliche Haut geeignet. Also wie gesagt, ich kann euch das nur ans Herz legen. Falls ihr noch auf der Suche seid nach einem Make-up-Entferner, dann schaut euch sehr, sehr gerne mal das von Garnier an. Jetzt kommen wir super gerne und schnell aber noch zu meiner Verlosung. Und zwar darf ich euch eine wunderschöne Uhr von Bouray verlosen. Ihr könnt es vielleicht schon erkennen. Sie hat sehr, sehr große Ähnlichkeit mit einer Uhr, die ich sehr liebe. Ich bin ja total uhrenverrückt. Und es ist aber so, dass diese Uhren hier deutlich günstiger sind. Jetzt sind sie im Moment auch noch reduziert auf Amazon. Und kleine Überraschung, ich habe noch einen 20% Rabattgutschein für euch. Schaut gerne mal unten in die Infobox. Diese braune Uhr hier würde ich euch sehr, sehr gerne verlosen. Schaut am besten mal unten in die Infobox. Zu den Teilnahmebedingungen schreibe ich dazu nämlich alles nochmal rein. Und ich finde sie einfach wunderschön. Eigentlich wollte ich sie euch in meinem Fashion Haul zeigen, aber das dauert noch ein bisschen. Ich konnte es jetzt nicht abwarten, deshalb heute in diesem Video. Ja, meine Lieben, meinen Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren, da würde ich mich wahnsinnig freuen. Schaut auch gerne mal auf Snapchat bzw. Instagram vorbei, dann bleiben wir in Kontakt. Jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!